Ja, hallo zusammen. Ja, manchmal fallen einem irgendwie Sachen ein, wo man denkt, das wäre vielleicht was für diesen Kanal. Und zwar habe ich mich an Situationen zurückerinnert, gerade in diesen Entscheidungsphasen sozusagen, also wo man immer noch der Hoffnung ist, dass irgendetwas besser werden könnte. Und wenn dann die Narzisstinnen bzw. die Narzissten anfangen, den Druck, will ich jetzt mal sagen, zu erhöhen. Und zwar will ich hier über eine uralte Technik sprechen, die gerade auch, würde ich jetzt mal sagen, bei Juristen zum Beispiel angewandt wird oder in Verhandlungsgeschehen angewandt wird, nämlich Menschen vor eine Wahl zu stellen, wo es eigentlich überhaupt gar keine Wahl gibt. Ein Beispiel wäre jetzt, du stehst in Verhandlungen mit irgendjemandem und der gibt dir Wahlmöglichkeiten und sagt dann, es gibt keine andere Alternative. In solchen Fällen könnt ihr euch so ziemlich sicher sein, dass es mit Sicherheit andere Alternativen gibt und dass natürlich hier der Druck erhöht werden soll, dass du denken sollst, du hättest keine andere Wahl. Und eins, über eins müsst ihr euch immer im Klaren sein. Es gibt immer eine andere Wahl. Immer. Und gerade in solchen Situationen kann ich immer nur dazu raten, sich sehr, sehr viel Zeit für die Entscheidung zu nehmen und zum Zweiten über das, was man dir angeboten hat, nochmal in Ruhe nachzudenken. Und drittens nach einer Alternative suchen, die für dich die beste Wahl darstellt. Und das benötigt natürlich Zeit. Und jetzt will ich natürlich auf meinen ursprünglichen Kontext wieder zurückkommen. Was hat das jetzt eigentlich mit romantischen Beziehungen mit Narzisstinnen und Narzissten zu tun? Es kommt ja dieser Tag, wo ihr die Narzisstin bzw. den Narzissten vor die Wahl stellen werdet. Ihr werdet es tun. Und dann wird natürlich sowas kommen wie, es ist ganz allein deine Entscheidung. Du musst wissen, was du willst. Du musst wissen, ob du weiter mit mir zusammen sein willst. Aber ganz ehrlich, ist das so? Hinterfragt solche Sätze, die natürlich Gaslighting sind und hochmanipulativ sind, ganz besonders. Also solche Drucksituationen, wo euch der Narzisst oder die Narzisstin sozusagen vorgaukelt, dass das ganze Glück dieser Beziehung, der Erfolg dieser Beziehung quasi nur in euren eigenen Händen liegt. Dass diese Person, mit der ihr eigentlich, und das wissen wir ja auch mittlerweile, dass es da keine Lösungen gibt, euch vorspielt, dass die ganze Lösung nur bei euch liegt. Nur ihr könnt sozusagen der Schlüssel oder den beziehungsweise den Schlüssel liefern, damit diese Beziehung funktioniert. Das ist natürlich hochgradig ungesund, weil ihr werdet euch praktisch in eine Situation begeben, wo ihr euch selbst in den Druck hineinbringt, dieses Beziehungsgeschehen zu drehen, was ihr natürlich niemals drehen könnt. Und wenn so, will ich auch noch mal dazu sagen, überhaupt irgendein Mensch, egal wie, wo, mit euch umgeht, na, da könnt ihr euch sicher sein, also mehr als sicher sein, dass solche Menschen nichts Gutes mit euch im Sinn haben. Die haben da wirklich sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, auch nur ansatzweise an euch gedacht bei diesen Entscheidungen, die zu treffen sind. Denn unterm Strich bedeutet das erstens, wenn euch so ein Druck sozusagen erzeugt wird, dass der andere natürlich seinen Vorteil schnellstmöglich nutzen will, sodass ihr das schnellstmöglich zustimmt, ohne nachzudenken. Und die andere Seite ist, dass ihr in Beziehungen euch noch mehr anstrengen sollt, dass dieser Wahnsinn funktioniert. Wo natürlich vollkommen klar ist, dass die andere Person keinerlei Energie in diese Beziehung hineinstecken möchte. Sie machen es nicht.
Und hinzu kommt ja noch so ein komisches Gaslighting. Das habe ich neulich in so einem Kommentar mal gelesen, wo dann stand, naja, einen Tag vorher hätte der Partner, die Partnerin gesagt, sie wären verliebt, aber war natürlich sturzbetrunken. Und am nächsten Tag wird dann gesagt, nö, das habe ich niemals gesagt. Also so ein Heiß-Kalt-Spiel und dann noch mit diesem Druck, was ich glaube, was in diesen Zusammenhängen oder in diesem Stadium sozusagen der Beziehung passiert, das ist dann, wo ihr euch immer mehr sozusagen in die Bredouille bringt und immer mehr und immer tiefer versucht anzupassen, dass diese Beziehung funktioniert. Und der andere buttert gar nichts rein, weil er weiß, ihr wollt, dass diese Beziehung funktioniert. Das heute nur mal ganz kurz, ein kurzer Impuls. Dazu könnte man mit Sicherheit noch so viel mehr sagen. Schreibt es auch sehr, sehr gerne für alle anderen, die diesen Kanal verfolgen, in die Kommentare. Ich denke, dass solche Kommentare immer wieder helfen. Ja, und dann wünsche ich euch einfach schon mal ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Macht's gut. Tschüss.